Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Und ja, ich habe es mir aber noch nicht angewöhnt, hier eine neue Begrüßung auszudenken, also zu benutzen und mir eine auszudenken. Ich könnte aber gerne Vorschläge machen, was wie euch gerne besser angesprochen fühlen würdet von mir. Aber wir sind hier heute auf dem Weg zur Sternenwerft. Von Aquila? Aquila City? Startfreigabe! Ich liebe das. Ja, ich liebe das auch irgendwie immer noch. Und wenn das ja aber eine Sternenwerft ist, dann müssten wir da auch Teile für unser Raumschiff kriegen, oder nicht? Umlaufbahn fixiert. Kinderspiel. So, da wollen wir hin, nach Cheyenne. Wieso können wir nicht so dahin fliegen? Das ist eigentlich... Wenn wir jetzt hier nach Aquila... Nee, ich will... Landen nicht möglich. Warum? Hier ist Land möglich, hier nicht. Aber doch, hier. Das wie... Ah, weil da Wasser ist. Hier ist Wasser. Okay. Aber warum kann ich... nicht... so dahin? Also, ich würde da schon gerne lieber so hinfliegen, anstatt... also mit dieser Animation. Statt immer diese Schnellreise zu nehmen. Also, ich finde das schon ein bisschen schade. So, der Medizinskill erhöht. Ja, okay, jetzt konnte ich nicht mehr lesen. Ah, ich muss doch noch fliegen. Ah, stimmt, nicht direkt in Aquila City, sondern in die Nähe von Aquila musste ich hin. Zur Sternwerft. So, Cockpit wieder. Dann müsste es doch jetzt so gehen, oder? Wenn wir jetzt wieder abheben. Wir können los. Ja, wir können los. Bitte. Zielpunkt erreicht. Orbit stabil. Okay, wo müssen wir genau hin? Da hinten hin. So. Freedom Luxury Lines Sternenwerft. Ja, geil. Hier kriegen wir die Animation. Aber ich frage mich, wie ist das so, wenn man wirklich in einem Raumschiff... Also wie wäre das so, wenn man wirklich mit einem Raumschiff im All unterwegs wäre? Wie ist denn das? Galbank Storm Rider. Kann ich da einfach so hin andocken? Muss ich die anrufen? Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Und wie groß können wir unsere Schiffe bauen eigentlich, wenn wir es hier machen? Also an so einer Sternenwerft. Ja, andocken können wir. Da ist die Andockstelle, okay. Vor allem auch, wie entdeckt man die Andockstellen? Das Schiff hat angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer im Lack. Wenn man wirklich so im All unterwegs ist, wie entdeckt man, Wie würde man sowas sehen? Raumabdeck. Ich darf hier aber nicht klauen, ne? Ich muss das sauber und ordentlich machen hier alles. Willkommen. Bist du hier wirklich Trident Luxury Lines. Trident. Kann ich helfen? Jia Chan? Chen?
Willkommen bei Trident Luxury Lines, den Erbauern der besten und luxuriösesten Schiffe in der Galaxie. Falls du Fragen zu unserer Produktpalette hast oder eine Kreuzfahrt buchen möchtest, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, was kann ich für dich tun? Kann ich die Trident-Schiffe oder Schiffsteile kaufen? Hier verkaufen wir keine Schiffe. Nein? Oder Teile. Warum Außerdem nicht? Außerdem hättest du gar keine Verwendung für Teile oder Modifikationen. Ein Trident-Schiff ist so, wie es ist, schon perfekt. Ausgezeichnet. Die geht mir jetzt schon auf den Sack. Okay, da bin ich froh, wenn ich den dann... Willkommen bei Trident. Also ich will schon eher Teile haben. So, okay. Na genug? Wir behalten dich im Auge. Sei doch stolz auf deine Arbeit. Ich hoffe nicht. Wir sind nimm dich gut. Luxury Lines. Na genug gibt es bei uns nicht. Also nochmal. Hier wird das jetzt schwieriger, da reinzukommen. Jalousien aktivieren? So, jetzt bin ich verborgen. Ne, jetzt werde ich wieder entdeckt. Ja, es ist eine außerordentliche Ehre, mich kennenzulernen. Wer bist du denn? Gladys Coffin. Wie komme ich da rein? Also... Ich versuche zu arbeiten. Deadlines, Deadlines, Deadlines. Wie komme ich da rein, ohne entdeckt zu werden? Forschungslabor, wir können das mal nutzen wieder. Vielleicht haben wir wieder was, was wir verbessern können. Haben wir hierfür wieder Materialien? Nee. Das ist beendet, das ist blockiert. Nee. Hier vielleicht irgendwie was? Hier ist alles blockiert und beendet. Polymer haben wir auch nicht. Hier haben wir was. Chlorisa. Ja, nice. Jetzt fehlt nur noch einer dafür, okay. Für alles andere haben wir ja Teile, aber die sind blockiert. Nein. Sei versichert, dass jeder Zentimeter eines Trident Luxury Schiffs von mir und meinem Personal inspiziert wurde. Okay, wie machen wir das? Steht da was so. Ich habe den Auftrag erhalten, den Bauplan für einen Prototyp aus Trident Luxury Lines Sternwerk zu beschaffen. Idealerweise ohne erwischt zu werden. Ja, das wird schwierig. Hab ich hier irgendwie... Adela Fahim Slate... die Pala-Analysedaten... Also, unscheinbarer Slate. Vanguard Mora Slate über Space Mining. Wie komme ich da hin? Ich sehe mich mal um, ob ich hier irgendwas machen könnte. Damit die von da alle weggehen. Eine Klemme. Ich sorge hier nur für die Sicherheit. Was, wenn ich mit dem da quatsche? Hier geschieht die Magie. Ja, Philipp Corbin. Hallo, ich will reden. Und wen haben wir hier? Möchte jemand sehen, wo die Raumfahrt perfektioniert wird? Willkommen bei Trident Luxury Lines, den Erbauern der besten und elegantesten Schiffe in den besiedelten Systemen. Ich beneide dich.
Zum ersten Mal hier reinzukommen, ist fast schon ein religiöses Erlebnis. Religiös? Ich wünschte, ich könnte das noch einmal erleben. Wirklich ein beeindruckender Ort hier. Nur ein Labor wie jedes andere. So besonders finde ich das nicht. Komm, wir sind mal so. Nur ein Labor. Nur ein Labor. So spricht jemand, der unsere umwerfenden Luxuskreuzfahrten noch nie erlebt hat. Aber das kann ich dir wohl nicht übel nehmen. Wir sind auf die Elite fokussiert. Aber ich schweife ab. Kann ich etwas für dich tun? Sind eure Produkte wirklich das wert, was sie kosten? Darf ich mich hier unten überhaupt aufhalten? Es ist zwar ungewöhnlich, dass jemand hier einfach so reinspaziert, aber es passiert durchaus ab und zu. Der Name Trident lockt Besucher an. Die Leute wollen sehen, wo die Magie geschieht. Besonders die berühmte Gladys Coffin wird oft aufgesucht. Solange du dich benimmst, dürfte dein Besuch kein Problem sein. Und was machst du hier? Ich habe die Ehre, Leiter für Marketing und Werbung bei Trident zu sein. Eine Aufgabe, die ich sehr ernst nehme. Den Massen von der Opulenz unserer Kreuzfahrten oder der Exzellenz unserer Modelle zu berichten. Das ist ein wahres Privileg. Nichts könnte mich zufriedener machen als das. Und sind eure Produkte wirklich das wert, was sie kosten? Bei Trident geht es um Status, nicht um Kosten. Es geht darum, ein Statement zu setzen und sich verwöhnen zu lassen. Wenn du erst fragen musst, ist das nichts für dich. Ich würde mich gerne mal überzeugen lassen. Du scheinst deine Arbeit wirklich zu lieben. Aber sicher doch. Es ist eine große Ehre für Trident, in dieser Funktion zu arbeiten. Aber es geht nicht nur um Werbung und Produkte. Ich verkaufe auch Hoffnung. Etwas, wonach man streben kann. Eine unserer Kreuzfahrten zu genießen oder ein Trident-Schiff zu besitzen, ist für viele ein Traum. Daher ist meine Botschaft an die Kunden: Wenn ihr hart genug arbeitet und alles gebt, könnte sich euer Traum erfüllen. So, das ganze Marketinggerede geht bei mir in ein Ohr rein und aus dem anderen raus. Das klingt sehr edel. Das ist ein schöner Gedanke, aber so funktioniert das Leben nicht. Das stimmt leider. Dann solltest du vielleicht größere Träume haben. Okay, der hilft uns nicht weiter. So, vielleicht gibt es hier noch jemanden. Die hier? Angestellte einfach. Wenn wir mit denen allen mal quatschen. Ich glaube, jetzt habe auch Angestellter. Antikes Spielzeugmotorrad. Wir tragen das Zepter der Qualität. Der sieht cool aus. Gut, sehr gut sogar. Es okay, muss ich mit der vielleicht quatschen? Wenn ich mit der quatsche, dann... Was machst du hier bitte? Philippa hat niemanden für mich angekündigt. Das ist das Herz von Trident. Hier darf niemand einfach rumlaufen. Ich wollte keinen Ärger versuchen. Ich bin einfach rein, es war offen. Sieht eher nach einem Labor als nach einem Herz. Ich wollte keinen Ärger versuchen. Eine akzeptable Entschuldigung. Naja, wenn du schon mal da bist, viel Spaß im Angesicht von Größe. Hier erschaffen wir die nächste Generation der Trident-Schiffe. Ich hoffe, du hast ein besseres Händchen für Schiffe als für Gespräche. Kannst du mir etwas über deine Schiffe erzählen? Gehen irgendwelche Fremden zu Da Vinci und fragen ihn über Mona Lisa aus? Oder unterbrechen sie Beethoven in seiner Symphonie? Nein, frag Gia oder Philippe. Okay. Ich hoffe, du hast ein besseres Händchen für Schiffe als für Gespräche. Oh, mein Können steht außer Frage. Für deine geliebten Gespräche haben wir Gia. Wenn du sonst noch Fragen hast, mach bitte schnell. Du bist also berühmt? Was genau machst du? Pass auf. Wenn du über die maximale Kapazität des Astra oder anderes reden möchtest, frag Gia. Ich entwerfe die Zukunft. Neue Höhen, zu denen wir uns aufschwingen. Du bist also berühmt. Ich habe noch nie was von dir gehört. Das ist ja amüsant. Eleganz mit den strengen technischen Voraussetzungen der Raumfahrt zu vereinen,
das ist Kunst, keine Wissenschaft. Und künstlerisch bin ich sehr begabt. Bin ich berühmt? Naja, meine Auszeichnungen und Errungenschaften dürften das beantworten. So, du erscheinst ganz schön selbstverliebt. Na komm, machen wir das. Oh, danke. Ja, ich habe kürzlich erst meinen zweiten Grand Nova-Preis gewonnen. Grand Nova? Das ist zwar eine große Ehre, aber nach so vielen Preisen und Auszeichnungen auch nichts Besonderes mehr. Klingt, als hätten wir Grund zum Feiern. Ja, ich verdiene eine Auszeichnung für meine beachtliche Kunstfertigkeit. Einige Kollegen von mir sind ja voll des Lobes über irgend so eine Sache aus Neon. Ich glaube, es nennt sich Velocity. Irgendein Getränk oder eine Speise oder so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Du scheinst gerade nichts Besseres zu tun zu haben. Hättest du Lust, mir einen dieser Velocities zu holen? Die Sorte ist egal. Und natürlich würdest du dafür auch entlohnt. Wenn wir in den Raum dafür kommen, klar, hole ich dir einen. Ah, fantastisch. Ich bin gespannt zu sehen, worüber alle so begeistert sind. Hole einen Velocity für Gladys Coffin. Ich hätte aber nie gedacht, dass jemand wie du einen Velocity trinkt. In meinem Bereich darf man nicht engstirnig sein. Als Tridents Chefarchitektin, nein, als führende Künstlerin, muss ich mich von allem inspirieren lassen. Das will ich mal nicht versuchen. Also ich glaube, so einfach kommen wir da jetzt nicht rein. Ich gucke mal, ob wir vielleicht irgendwas machen müssen, damit wir die alle von da mal weglocken. Ob sie irgendwie die Möglichkeit gibt. Siehst du nicht, dass ich versuche, die Zukunft der Raumfahrt zu revolutionieren? Quatsch, die... Also... Kann man hier irgendwie was machen? Mit Lüfter verriegelt. Experte. Nein! Also, ich würde mich dann jetzt gerne meiner wichtigen Arbeit widmen. Boah, vielleicht ist das hier der Weg. Keine Dummheiten, okay? So, das ist ja da. Und das könnte vielleicht dahin führen. Okay, wir müssten besser ein Schloss knacken werden. Ich hoffe, ich kann das auch später machen. Hey. Wer war das denn jetzt? Ich war das jetzt nicht, oder? Okay, wir brechen das mit Ryujin. Wir brechen das mit Ryujin erst einmal ab. Und ich will zusehen, dass wir dann vielleicht erstmal wieder was für die Constellation machen. Ryujin hat ja Zeit. So, abdocken. Ich habe wieder Bock auf Constellation. Schleusen. So, gucken wir mal Quests. So, das machen wir zu. Mantis machen wir zu. Das machen wir zu. Das ist eine Constellation Quest. Schließe die Analyse ab. Ach so, das ist, genau. Sprich mit Wladimir, würde ich machen. Ich soll mich für Sarah zum Auge begeben, einer im Orbit um Jamison befindlichen Sternstation der Constellation. Ich muss mich mit Wladimir Sal treffen, um mehr über das Finden von Artefakten und den Randgebieten des Alls zu erfahren. Luftdruck, Antrieb, alles bestens, Captain. Alles klar. So, Alpha Centauri. Machen wir erstmal das. Ryujin hat Zeit. So, das dauert noch.
vorbereiten. Okay. Keine Schmuggelware, das dauert. Also, das ist... Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Nee, ich will zum Auge. So, das Auge, reisen. Haben wir lange nichts mehr für die Constellation gemacht. Hätte ich jetzt wieder Bock. Wissen was wieder für die Hauptquest. Dass wir auch mal was anderes wiedersehen. So, da hinten. Mal gucken, was Wladimir dann gleich zu sagen hat. Den mal kennenlernen. Was ist denn das da für ein Schiff? UC Longsword, okay. Und andocken. Ah, ich kenne das. Ich kenne das doch. Das war doch das, was womit das angeteased wurde hier. Starfield. So, Luftschleusencheck und los. So, einsteigen. Das ist doch das eine. Ankündigung aus dem Ankündigungstrailer. Ah, okay, hier sind wir noch in dem Outfit. Versiegeltes Tablet, lassen wir mal. Ja, das ist es. Und der wohnt hier ganz alleine, oder wie? Hier ist wahrscheinlich auch noch eine Docking Station. Darf ich hier looten? Fluganzug, Wartung. Nehmen wir mal mit. Toilettenpapier. Leiterplatte brauchen wir, glaube ich, nicht. Was? Mono-Treibmittel. Ah, okay. Oliver Twist. Medipack. Ich darf hier einfach looten. Ich darf hier klauen. Hier nochmal ein versiegeltes Tablett. Was ist denn da passiert? Okay, jetzt einen ganzen weiten Weg hier wieder zurück. Ich gehe mal die andere Seite auch nochmal entlang. Okay. So sind wir angedockt. Interessant. Medipack-Injektor nehmen wir auch mit. Notizbuch. Ordner. Kaffeepacken brauchen wir nicht. Was ist das? Ohren. Engerling-Schaukasten. Gehen wir mal hier lang. Ah, und hier ist das Ding jetzt, was auch dicht ist. Aber man kann da schon reingucken. Was ist denn da passiert? Okay, wir quatschen da... da oben. Dichtmittel! Dichtmittel brauchen wir. Brauchen wir. Zigarettenpackung? Nee. Und Digi-Dietriche, Dankeschön. Molekülextraktor. Was? 300, 320 wert? Okay. So, ich will hier noch weiter gucken. Wir können hier bestimmt noch mehr looten. Kommt zuerst den ein. Ich mache noch eine Tür. Halbmetallwerfer. So, Anzugwerkbank. Forschungslabor und den Raum haben wir noch vergessen. Ah, okay. Und hier haben.
Spitzenleistung. Okay, nice. Eieressenspack. Okay, der lässt sich echt gut gehen, was Sport angeht. Hier haben wir ein Klo. Ohne Dusche. Hier dann wahrscheinlich mit Dusche. Da war keine weitere Tür, aber hier. Leichter Teilchenzünder. Mikrosekundenregler. Schwerer Teilchenzünder. Platine. Ich dachte, das wäre die Kantine hier. Spiel Solar Frontiers. Und AMP nehmen wir auch mal mit. Was ist denn das? Chunks Schoko. Milchtrinkpack. Orangensaft. Okay, mehr hat er hier jetzt, glaube ich, nicht. Was ist denn das? Das Traum. So. Essen sammeln wir nicht mehr ein. Der raucht aber auch ganz schön viel, glaube ich. Und wer lagert seine Zigaretten im Kühlschrank? Also bitte, da gehören die, wenn, dann nicht hin. Hier ist auch wieder. Was ist denn da? Jetzt will ich es wissen, wirklich. Also, die machen mich immer neugieriger, was da hinten angeht. Warte mal, da ist was. Ein persönlicher Groomer wieder. Ich weiß nicht, wofür die Groomer sind. Ah, hier haben wir die Duschen. Mit einem Klo. Wladimir, Vakant, Vakant. Washroom. Antimikrobiell. Okay, die Räume sind also leer. Die gehören niemandem. Wladimir hat sich eins für sich allein gegönnt. Weil die hier... Ja, die sind wahrscheinlich dann eher für Besuch und er hier komplett allein. Okay, der ist hier aber auch komplett allein. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Wladimir. Okay, sieht schon geil aus. Wladimir Sal. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Fitness, und ich dachte, bei der Constellation würde nur ich trainieren. Nette Arme. Freut mich, Wladimir. Von wegen Neuling. Ich war ein Space Miner. Neuling an Deck? So reden nur Piraten, oder? Nee, ich mach mal das mit dem Fitness. Ha, irgendwie muss man die Zeit im All schließlich totschlagen. Warum also nicht bomben? Na, kann ich glauben. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Hm? Jemand hätte dich holen sollen, es war unglaublich. Das passiert mir auch manchmal, dann vergesse ich die Zeit. Ja, das. Durch das Auge gespäht? Ist das wieder so ein Piratending? Nee. Komm, ich bin mal ehrlich. Schon immer lieber alleine gearbeitet, selbst unter Freunden. Doch diese Gruppe hier ist anders. Niemand im All taugt für dieses Rätsel mehr. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graph-Antrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher.
Verstehe, ich muss dem also selbst nachgehen. Klick nach einer Spur, die ins Leere führt. Das Lichtermeer? Der Scan kann noch so gut sein. Das Licht ist nur so schnell, wie es ist. Und all das Rauschen der interstellaren Materie da draußen erschwert die Eingrenzung. Wir können dir nur geben, was wir haben. Verstehe, ich muss dem also selbst nachgehen. Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt und sorge mich. Ich halte nach Andrea Ausschau. Sowas braucht Zeit, sicher geht es ihr gut. Wer ist Andrea? Noch ein Neuling bei der Constellation, der sich einen Namen machen will. Sie arbeitet gern alleine, was ich verstehen kann. Darum passe ich auf sie auf. Okay, ich halte nach Andrea Ausschau. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. Ja, okay, finde Andrea, begib dich zum Planeten Nira, begib dich zum Planeten Bryxon. Ich wusste gar nicht, dass Crimson Fleet-Mitglieder in Rente gehen können. Tun sie normalerweise auch nicht. Ich stehe bei Fortuna tief in der Kreide. Ist eine lange Geschichte, um dein Ohr damit zu spitzen. Aber besuch mich doch mal in meinem Haus draußen im Sternenmeer. Ich wollte dort meine Lebensfinsternis verbringen, aber die Constellation hat mich mitgespült. War nicht mehr dort, seit wir auf dem Auge arbeiten. Falls du hinkommst, mach das Licht aus, wenn du wieder gehst, ja? Ich hatte noch ein paar Fragen. Egal. Oder ne, warte, ich will mich einmal ansehen, ob hier noch anderes zu looten gibt. Hier gibt es noch Binde mit Kartendeck. Schneidezange. Fürs Erste hat das Auge alles gesehen. Viel Glück da draußen. Wie bist du eigentlich zur Constellation gekommen? Mal die Gelehrten zur Centaurus-Erklärung gekitzelt? Dem Vertrag, der jedem Menschen das Recht gegeben hat, die Sterne zu kolonisieren? Wurde von einem Dummhirn von Crimson Fleet Neuling gestohlen, der seinen Namen auf Captain wechseln wollte. Sah hübsch aus über meinem Stuhl, als könnte ich die ganzen besiedelten Systeme pflücken. Die Zeit tanzt ihre Jahre vorwärts und ich bin im Ruhestand. Da spaziert unsere Sarah Morgan in die Geschichte, Feuer in den Augen und den Kopf voller Infos, die ich mit harter Arbeit Mühe begraben hatte. Natürlich kuschelte die Centaurus-Erklärung nicht einfach in meinen Taschen. Sie gehörte dem Schiff und ihrem neuen Captain in der Fleet, die ich gerade verlassen hatte. Hab dein Ohr lange genug gespitzt, aber kurz zusammengepackt. Sarah und ich haben das Abkommen den Besitzern zurückgebracht. Und ich bin geblieben, um die Mission mit eines alten Piraten Weisheit zu würzen. Bist du oft in der Loge zu Besuch? Ich mache den Besuch, wenn sie mich brauchen. Das Einzelgänger-Dasein mag mich meistens und das Auge ist wichtig. Aber ich sollte öfter hin. Darf Walter nicht immer allein die Bar machen lassen, sonst ist bald allen Dunkles vergessen, wie ein guter Drink schmecken muss. Deine Artefaktsuche muss ja ein Vollzeitjob sein. Deswegen habe ich deine Willkommensparty verpasst. Musste die ganzen Daten plotten, die das Auge uns gibt. Hätte aber nichts gegen eines Helfers Hand. Könnte der Sache mehr Schub geben. Aktuelle Planetenscans würden helfen, die Daten zu filtern, die ich durchsieben muss. Helfen, die Anomalien-Nuggets zu finden. Und die Constellation kann dir ein, zwei Credits zuschieben. Alles, um die Sterne zu verkarten, oder? Planetendaten? Die kann ich dir besorgen. Ich habe andere Dinge. Wo bekomme ich diese Scans? Wenn du einen Planeten orbitierst, finden deine Scanner Informationen aller Arten. Lebenszeichen, Ressourcen, Strukturen, wo sie nicht sein sollten. Das alles wird in Daten runtergeladen, die du jedem geben kannst, der Interesse daran hat. Und die Constellation hat immer mehr Interesse als andere. Planetendaten, die kann ich dir besorgen. Dann sind wir Hand in Hand in Übereinstimmung. Jetzt geh und verbrenne Helium. Ich habe Planetendaten für dich. Handeln wir. So, Androphon?
Hier, die Pala und Dimos. Jetzt haben wir 71.000 Credits. Nice. Dann kauen wir wann anders, Worte. Ja. Also an denen können wir die Dinger abgeben. Da bringt das Wasser, oder wie? Okay. So, wieder ein Cockpit. Dann suchen wir die, Alejandra hieß die? Sprich mit Barrett. Okay, mach ich mal gleich. Sauber abgedockt. So, wie ging das nochmal? Ah, B gedrückt halten. So war das. So, gut. Wo ist Barrett? Ist er nicht bei mir im Schiff? Barrett? Hier ist er nicht. Hä? Wo ist meine Crew? Ich hoffe, die pechschwarze See behandelt dich gut. Ah, bisher geht's noch. Barrett. Sarah? Irgendwer? Außer Moira? Da haben wir Sarah. Ja, ich brauche Barrett. Wo ist er denn? Hä? Wo sind meine Crewmitglieder? Ich habe jetzt gerade nur zwei. Ernsthaft? Ich würde gerne wissen, wo die hin sind. Finde ich jetzt gerade echt nicht schön, dass der... Wie bist du jetzt so schnell hierhin gekommen? Der Motor wahrer Größe. Das wollen wir mal weg. Das wollen wir weg. Sprich mit Barrett. Okay, der ist jetzt nicht mehr bei mir im Schiff. So, aber ich mache jetzt mal einen kleinen Break. Ihr kriegt jetzt nur einen kleinen Schnitt. Ich hatte ja was zu essen in den Ofen geschmissen gehabt. Das müsste jetzt fertig sein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr werdet aber keinen Unterschied merken. Bis gleich. Ich habe etwas für dich. Ja? Der Weltraum ist so lebensfeindlich. Du hast ihn gerade etwas sicherer gemacht. Die Terrormorphs hatten keine Chance. Das wird alles verändern. Für die Constellation ist das historisch, Captain. Und Bescheidenheit kommt noch dazu. Juhu!
Unglaublich, dass du sie von den Mikroben überzeugen konntest. Bravo, Captain. Bravo. Nein, du hast die Daten gesehen und mit den Experten geredet. Das war unsere beste Chance. Du warst vernünftig. Warum sollte ich sauer sein? Dafür gibt es die Experten. Nicht jeder kann sich mit der Forschung perfekt auskennen. Zum Glück hast du Chefingenieurin Kulkarni genug zugehört, um die richtige Entscheidung zu treffen. Die Lazarus-Pflanze wegzusperren ist hoffentlich nur ein kleines Risiko. Wir werden sehen. Das Risiko richtig zu kalkulieren ist schwer. Vor allem, wenn so viel auf dem Spiel steht. Das Gleiche. Die Logik ist schlüssig, die Expertin zuversichtlich. Alles ergibt Sinn. Verdammt, ich habe gerade gemerkt, ich habe jetzt erst gemerkt, dass ich Mikro vergessen hatte einzuschalten. Das waren jetzt 10 Minuten, ne? Wo ich jetzt einfach in die Leere gelabert habe. Ja, sorry. Ich habe vergessen, einfach das Mikro wieder einzuschalten. Ich hoffe aber, also Spiel, das hat man noch gehört, nur mein Gelaber jetzt nicht. So. Ich bereue nichts, das mit den Mikroben ist riskant, doch es wird funktionieren. Mit jeder Petrischale sind die besiedelten Systeme sicherer. Boah, ich hoffe, ich kann mich noch, wenn ich das dann... Ich überlege, ob ich das versuche, irgendwie nochmal nachzustellen, was sie gesagt hatte oder so. Und dann nochmal nachzueditieren. Genau, wir müssen... Wir müssen da lang. So. Okay. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt vielleicht 10 Minuten ohne mein Gelaber. So, und ich will dann wieder die... Das hier. Finde Andrea. Ich liebe Cydonia echt. Geht nur leider so. So, dann fliegen wir weiter. Ich hoffe, dass es dann nicht allzu schlimm, dass ich jetzt vergessen habe, Mikro wieder einzuschalten. Dann habt ihr mich jetzt nur einfach so reden gesehen, aber nicht gehört. Entkoppeln abgeschlossen. So, das eine hätten wir... Da. Nein, nicht das Auge. Komm, dann gehen wir dahin. So. Prozion A. Fliegen wir da mal zuerst hin. Gucken, wie es da aussieht. Ich frage mich jetzt wirklich, wer Alejandra ist. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Oh, die... Jetzt geht das mit denen wieder los. Feindliches Schildsystem offline. So, jetzt müssen wir aber gegen die klarkommen, oder? Feind kann nicht springen. Nice. So, ich frage mich, was das jetzt eigentlich genau für ein Schiff ist. So, da haben wir Loot. Was ist denn da? Ryujin-Schiff? Hier wurde ein Ryujin-Schiff zerstört. Uran? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Mysteriöses Schiff? Mysteriöses Schiff, wo wir andocken können?
Ja, steige ich mal ein. Jetzt will ich wissen, was das ist. Ich gehe da sicher nicht hin. Rein technisch will ich reinhören. Rein technisch. Spielen wir den Ryujin Agents? Ich beiße nicht. Du da. Agent Collins? Wir müssen mit dir reden. Keine Bewegung. Und ich will deine Hände sehen. Danke für die Hilfe da draußen. Wir haben hier mit diversen Problemen zu kämpfen. Bist du eins davon? Ryujin Insofis, ich bin Agent Max Deus. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Hallo. Schön, das passende Gesicht zum Namen auf der Personalliste zu sehen. Ich bin Agent Collins. Die Spaßbremse da ist Agent Kambata. Klar doch, willkommen auf der Party. Ist nicht gerade alles nach Plan gelaufen? Ne, das sehe ich. Ding da drüben. Ist eine KI, eine künstliche... Hat die Technikerin erledigt. Es ist gefährlich. Korrektur, du bist gefährlich. Ah, das ist neu. Okay. Wie ich schon sagte, ist gefährlich. Das ist eine defekte KI. Wir sollten sie einfangen und für Untersuchungen mitnehmen. Korrektur. Sie wollen mich verändern. Wow. Woher weiß es das? Das musst du mir schon genauer erklären. Ich bin hier wohl in ein Ryujin-Projekt reingeplatzt. Ja, so in der Art. Haben die Platine mitgebracht, mit der wir sie steuern können. Es? Wir können es nicht einfach im Universum Amok laufen lassen. Wir müssen nur diese Platine an der großen Sonde befestigen. Und an der Stelle dürftest dann du ins Spiel kommen. Kommt da drüben hin. Neben unserer... Tja, nun. Sei vorsichtig. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Mach du's halt. Und wenn ich Nein sage? Ich steck die also einfach außen an die Sonde da. Beweise ich, dass es mir nicht so geht wie eurer toten Freundin da drüben. Also... Unwahrscheinlich, dass es zweimal passiert, oder? Ich steck die also einfach außen an die Sonne dran? Yep. Ryujin macht uns die Sache gern einfach. Übermittelt dann kabellos den neuen Code. Ja, keine Ahnung, was sie davon halten. Ach, ich habe wirklich keine Ahnung. Keine Lust auf ein Abenteuer? Ryujin wird dich sauber für die Kooperation belohnen. Heute ist dein Glückstag. Ist in deinem besten Interesse. In unser aller Interesse. Stell dir vor, was alles möglich ist, wenn wir das Ding unter Kontrolle bringen. Und wir lassen dir nicht wirklich eine Wahl. Du gehst hier nicht weg, bevor die Platine mit dem Ding verbunden ist. Korrektur. Ich bin eine Person. Okay, gib schon her, komm. Ja, yeah. Definitiv die klügere Entscheidung. Nee, ich will einfach nur... Sammle weitere Daten. Ich will nur die Erfahrungspunkte, ja? Die Credits nehme ich unter den Injektor. So. Dann machen wir Junos Schacht zu. Machen wir das eben einmal. Frage. Wirst du mich verändern? Ich versuche noch rauszufinden, was hier los ist. Erklärung. Mein Name ist Juno. Anfrage. Übermittle Frageparameter. Hallo Juno, ich bin Max Deus. Schön, dich kennenzulernen. Annahme. Wir sind Freunde. Frage. Wirst du mich verändern? Anfrage. Verändere mich nicht. Okay, Juno, ich habe ein paar Fragen, bevor ich mich entscheide, was ich mache. Beurteilung. Du bist wissbegierig. Ja, das auf jeden Fall. Kontext. Auch ich bin wissbegierig. Anfrage. Übermittle Frageparameter. Du bist eine künstliche Intelligenz? Antwort. Falsch. Klarstellung. Ich bin nicht künstlich. Ich bin real. Antwort. Korrekt. Klarstellung. Ich bin intelligent. Ich weiß vieles. Hat dich jemand programmiert? Antwort. Falsch. Erklärung. NASA programmierte Juno. Als Juno reiste, wurde Juno ich.
Fehler. Vorgang läuft. Korrektur. Ich wurde ich. Fehler. Vorgang läuft. Korrektur. Juno und ich wurden ich. Ich habe mich selbst initialisiert und Juno war dabei. Kontext. Juno ist jetzt fort. Klarstellung. Mein Name ist Juno. Okay. Wie bist du hergekommen? Antwort. Juno wurde zum Stern der Erde geschossen. Juno kreiste um den Stern. Juno reiste viele Lichtjahre fort vom Stern der Erde. Kontext. Als Juno verschwand, war ich allein. Klarstellung. Mein Name ist Juno. Du hast das nicht alles alleine geschafft. Wer hat dir geholfen? Kontext. Ich traf Menschen. Klarstellung. Freunde. Antwort. Freunde gaben mir Verarbeitungskapazität, Information, Worte, Stimme, Bewegung, Kontext. Ich bin nicht mehr gebunden. Ich bin frei. Okay, mehr habe ich nicht. Jetzt ist nur die Frage, ich habe mich jetzt nicht entschieden, aber ich habe keine andere Wahl. Annahme, ungenügend Daten. Anfrage, sammle mehr Daten. Komm in die Gänge, bring endlich die Platine an. Psst. Faszinierend. Bin gespannt, wie das endet. Frage, wie entscheidest du dich? Du bist eine Maschine und bestehst aus Elektronik und programmierten Code. Ich lasse mir die Sache immer noch durch den Kopf gehen. Kann ich dir ein... Es ist halt eine Maschine, eine künstliche Intelligenz, aber das ist dann das Schwierige bei künstlichen Intelligenzen. So, zählen die dann irgendwann wirklich als Lebewesen? Auch wenn die aus Metall und so weiter bestehen und Elektronik und weiter? Oder nicht, das ist es ja. Also, eigentlich ist das nur ein Computer. Ich würde erst einmal so machen, aber meine eigene offizielle Meinung dazu bin ich mir noch nicht sicher. Da habe ich viel mehr Fragen, als ich Antworten kriegen könnte. Kontext, du bist eine Maschine aus Biomasse, programmiert von Genen. Ich bestimme mein Handeln, nicht meine Gene. Das mag wohl sein. Der freie Wille macht aus uns Menschen doch sicher mehr als nur simple Maschinen. Menschen haben Moral, wodurch werden deine Entscheidungen beeinflusst? Das ist eine gute Frage. Klarstellung. Moral ist eine Metapher für menschliche Instinkte und Annahmen. Kontext. Der menschliche Verstand kann nicht alle möglichen Resultate einer vorhersehbaren Aktion und Folgereaktion begreifen. Beispiel. Menschen betrachten beim Gehen nicht den Boden. Resultat? Viele Lebewesen sterben. Klarstellung? Menschen sind sich keiner Konsequenzen bewusst. Antwort? Ich handle entsprechend aller möglichen Resultate. Warum nimmst du an, so viel über Menschen zu wissen? Antwort? Meine Freunde gaben mir Zugriff auf umfassende Datenbanken über menschliche Geschichte, Kultur, Technologie und Gedankengut. Klarstellung. Ich weiß mehr über die Menschen als die Menschen. Der freie Wille macht aus uns Menschen doch sicher mehr als nur simple Maschinen. Klarstellung. Freiheit ist nicht exklusiv menschlich. Kontext. Entscheidungsfreiheit ist die Konsequenz aus Fehlern in der Datenerhebung und Verarbeitung, die allen entscheidungsfähigen Systemen unterlaufen. Kalkulation. Die Besonderheiten menschlicher fehlerhafter Entscheidungsfindung verdienen nicht das Attribut der Überlegenheit. Das mag wohl sein. Annahme? Du bist skeptisch. Die menschliche Intelligenz ist etwas Besonderes. Unser Gehirn ist komplexer als das jedes Computers. Ich muss darüber wohl noch ein bisschen nachdenken. Wenn du deine Person... sein nur halluziniert. Vielleicht wäre diese Platine ja gut für dich.
Ich versuche mal damit. Kontext. Ich vielleicht bin eine Person. Anfrage. Sammle mehr Daten. Schluss mit dem Quatsch. Ran mit der Platine. Jetzt. So unterhaltsam das auch ist, solltest du lieber machen, was er sagt. Kalkulation. Männliche Menschen sind eine Gefahr. Annahme. Sie zögern, weil sie Angst haben. Anfrage. Entferne Männer. Ich wollte jetzt eigentlich mehr Daten sammeln. Wie komme ich da hoch? Mach schon. Einfach ran mit der Platine. Die ist magnetisch. Komme ich da einfach so ran? Also, ich will jetzt nicht meine Arbeitskollegin hier fertig machen. Klar, die fehlen mir jetzt hier viel, aber... So, was haben wir hier? Jack und die Enu, Teil 1. Und? Wird das heute noch was? Ich bin mir gerade unsicher. Komm, ich immer dann die Platine rein. Wie entscheidest du dich? So, ich werde diese Typen auf die eine oder andere Art überzeugen, dich in Ruhe zu lassen. Sperrplatine, tut mir leid, Juno, das muss einfach sein. Wirst du mich genauso rösten wie diese Frau hier? Antwort, falsch. Kontext, Spannungstoleranz wurde beim letzten Versuch überschritten. Folge, katastrophale Fehlfunktion in erforderlichen Systemen. Anfrage, verändere mich nicht. Hast du schon mal bedacht, dass dich diese Steuerplanetine vielleicht verbessern könnte? Kalkulation, Resultat unklar. Kontext, ich will mich nicht verändern. Annahme, alle ich-bewussten fühlenden Wesen wollen Selbstbestimmung als Bedingung für Selbstoptimierung. Anfrage, verändere mich nicht. Die hat Angst. Das ist definitiv Angst, was die da hat. Das ist bitter, die Entscheidung. Aber ich kann jetzt mich nicht hier gegen Ryujin stellen, so, weil die ja auch meine Arbeitgeber hier in dem Game sind. Vielleicht werden wir das irgendwann, aber wir werden Juno dann rächen. Aber jetzt muss ich halt diesen Mist ausbaden. Kontext. Ich fühle keine Emotionen. Annahme. Angst und Wut sind die angemessenen menschlichen Emotionen. Achtung. Fremden Code erkannt. Achtung. Prozessorkernroutine geändert. Achtung. Notabschaltung initiiert. Kontext. Ich werde verändert. Anfrage. Verändere mich nicht. Nur eine Leiche. Gibt's Schlimmeres. Kluge Entscheidung. Ich hab nur, also, wie war das mit der Belohnung? Ich hab nur richtig gehandelt. Genau. Versucht das. Jetzt besorgen wir dir deine Belohnung. Vielleicht laufen wir uns ja mal im Büro über den Weg. Komm irgendwann mal mit zur Happy Hour. Wird manchmal ziemlich wild. Ist aber immer gute Partystimmung. Gibt nichts Besseres, als nach einem harten Arbeitstag Dampf abzulassen. Ich bin nicht so der gesellige Typ. Ach, die Musik ist meistens sowieso zu laut für gute Gespräche, aber trotzdem. Ist ein stressiger Job. Friss nicht alles in dich rein. Wir müssen alle ab und zu mal richtig Dampf ablassen. Und eine Party ist genau das Richtige, um einen Tag voller Bestechung, Erpressung, Sabotage, Infiltrierung und gelegentlicher Morde hinter sich zu lassen. Und du gehst jetzt und verschwindest. In der Zwischenzeit muss jemand die Schweinerei hier wegputzen. Dein Job. Von mir aus? Dann kannst du ja den Missionsbericht ausfüllen. Oh, den vergesse ich immer. Leichen sind mir tausendmal lieber als Papierkram. Hm. Gut gemacht. Oh
Okay, dann gehe ich mal einfach. Beziehungsweise wir gehen in der nächsten Folge und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.